Hey liebe Meute, packt eure Schaufeln aus. Ich habe ein neues Lieblingsdeck und zwar diesen Mining Rogue. Es ist so genial, wie er spielt und er ist wirklich ein absoluter Druidenzerstörer, wie ihr auch in den folgenden Spielen sehen werdet. Was ist die grundsätzliche Kombo? Natürlich wollt ihr buddeln gehen. Dafür gibt es extrem viele Möglichkeiten im Schurken, wie zum Beispiel Bloodrock Co-Shovel ist hier mit drin. Wir haben den Kobold Miner als Stable natürlich für diese Mining Engine und dann noch Drilly the Kid. Und diese Karte ist so stark, da ihr sie mit Scourge Illusionist in Kombination mit Shadow Shambler direkt rausziehen könnt oder halt einfach, wenn Scourge Illusionist stirbt, bekommt ihr Drilly the Kid auf eure Hand, könnt ihn direkt rausslammen und dreifach buddeln, falls es möglich ist, dass ihr der Gegner nicht zerstört, sondern dass ihr ihn in eurem Zug zerstört. Super coole Sache, weil durch diese schnellen, vielen Drills, diese schnellen Treasures, Schätze, die ihr euch auf die Hand holen könnt, geht ihr einfach direkt auf eure Legendary zu, könnt noch mehr von diesen Schätzen ausgraben, um die Legendary noch ein bisschen zu verbessern, denn falls ihr diese nicht kennt, für jedes Mal, wenn ihr gebuddelt habt mit irgendeiner Excavation-Karte, werden die Zaubersprüche, die ihr erhaltet, um 1 billiger bis zu 1 Mana kosten dann. Und das ist halt so insane, weil ihr die Karte dann noch dauerhaft bouncen wollt mit Shadow Step. Heißt also, ihr bekommt super viel Value auf die Hand. Spielt dieses Value aus, bekommt nochmals Value auf die Hand, weil ihr die Legendary dann noch gebounced habt. Dadurch, dass ihr weiterhin irgendwelche Shovels und Schnickschnack spielt, werdet ihr nochmal zusätzlich minen gehen. Eure Karten werden also nochmals ein bisschen billiger. Und dann haben wir natürlich auch noch zum Abschluss ein paar Good Stuff-Karten, die das Ganze abrunden. Wir haben dann noch die typische Putrescite Engine mit Potion Belt und noch unserem 2-Drop mit Ghoulish Alchemist. Ist auch sehr stark, funktioniert immer noch auch sehr gut. Ich werde sehr traurig sein, wenn der gute Putrescite hier aus der Meta rotiert und Velarok. Über ihn möchte ich mal noch kurz sprechen, weil er ist einfach crazy gut, Leute. Also das hätte ich so niemals eingeschätzt, aber nachdem er gebufft wurde, ist er halt einfach broken. Ihr spielt eine Karte für ein Mana aus eurer letzten Legendary Treasure heraus und er wird einfach zu einem 3-6er mit Charge. Einfach mit Charge und ihr bekommt eine Karte von einer anderen Klasse, die dann 3 weniger kostet. Er ist so busted einfach nur und macht extrem viel Spaß zu spielen. Ansonsten natürlich noch Krabatoa als Stable, Astralor als Stable, Shadow of the Mice als Stable, Prep als Stable und ja, das ist eigentlich schon das ganze Deck. Es macht wirklich Spaß zu spielen, ich empfehle es euch definitiv und damit wünsche ich viel Spaß mit dem Gameplay. Gehen wir doch einfach mal direkt ins schwierigste Matchup, das es hier geben wird gegen Top-Tier Druid. Shadow Step. Mein Prep ist halt ziemlich gut, wenn ich einen Potion Belt kriege. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt gegen Aggro spielen muss, wäre ein Potion Belt halt schon gut. Aber ich glaube, wir müssen halt hier wirklich versuchen, für den Condor zu gehen. Okay, Creation ist ziemlich gut. Oh, und Shadow. Ja, ist okay, wenn er jetzt Turn 1 nicht direkt auf seine super krassen Kollegen geht. Er geht für Cactus. Okay, Cactus ist natürlich stark. Aber mit Creation können wir wenigstens ein Ding rausziehen. Er hat auch noch einen Neutron gehittet. Nice. Okay. Deal 2 damage to all minions. If you discard a card this game, deal 1 more. Ich meine, das ist das Beste, was ich kriegen kann, gell? Also es ist halt einfach mit das Beste, was ich bekommen kann. Und dann mit Shadow of the Mice habe ich das halt einfach zweimal. Er muss jetzt sein Board einfach komplett auffüllen. Und vor allen Dingen muss ich dafür sorgen, dass er keine Divine Shields mehr hier am Start hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Die Shovel. Ja, hallo, werte Schaufel. Das ist ziemlich gut. Wir gucken mal, was wir hier rausminen können. Hitten hier rein, hitten da rein. Haben einen Trog. One Drop, 2-3 mit Rush ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir gehen auf das Board. Wir wollen ihn hier ein bisschen auch unter Druck setzen. In der Hoffnung, dass er jetzt... Ja, more. More. Aber er wird nicht coin, oder? Oh mein Gott. Yes, please. Yes, please. Oh nein, ich kann Drilly spielen.
Aber nein, Leute. Das ist einfach zu gut, um es nicht zu tun. Ich hätte einfach Drilly spielen können, aber das wäre halt... Dieses Board konnte ich so nicht stehen lassen. Nur wegen einem zusätzlichen Excavate wäre es nicht wert gewesen. Er schützt es halt einfach, ich habe den Zauberspruch nochmal, solange ich keine weiteren Zaubersprüche ausspiele natürlich. So gutes Removal hat der Schurke, glaube ich, nicht sein. Müsst einfach mal überlegen, wie es jetzt weitergelaufen wäre, wenn ich nichts... Oh no. Oh no. Kann ich Drilly nicht... Habe ich noch andere Death Rattles in meinem Deck? Ne, ich habe eigentlich nur Drilly mit am Start, genau. Oh, not good, not good. Okay, wir spielen trotzdem Drilly. Und dann gehe ich für einen Hitface. Komm, unser Epic. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Hitten hier rein. Mal einen Turn. Er bekommt einen 2-2er. Und ja. Oh no. Okay, gib mir mal bitte einen Potion Belt. Mary ist sehr dankbar dafür. Ich meine, ich kriege jetzt gleich 2 Taunt raus, aber die werden auch relativ dick werden jetzt in den nächsten Zügen. Are you sure about that? Ich meine, ihr muss doch bewusst sein, dass ich einen Shadow of Demise in diesem Deck spiele, oder? Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Okay, wir spielen... Wait, er tötet ihn hier auch. Das möchte ich nicht. Ich muss vorher hier reinhitten. Das ist mit der Loot, der mir am meisten Damage macht. Aber dann gehe ich hier für Shadow of Demise. Zack. Ich töte ihn hier. Bekomme meine Legendary hier raus. Und dann gehen wir für einen fetten Taunter mit 3-7. Das heißt, er muss momentan noch beides reinhitten. Aber er hat vermutlich seine 2 Buffs auf der Hand. Was ein wenig unpraktisch ist. Meine einzige Hoffnung, die ich jetzt gerade habe, ist, ich spiele den Skorpion raus. Bounce ihn. Alter, er baut sich halt schon wieder krass auf. Muss aber auch nochmal seine Hero Ability nutzen, um den Dude zu töten. Das ist ziemlich gut. Zieht 3 Karten. Das ist nicht gut. Serrated Bone Spike. Okay, passt auf. Wir spielen erstmal... Ne, ich möchte schauen, was hier drin ist, oder? Ich meine, es macht keinen Unterschied. Vier. Sieben. Wir spielen ihn raus. Damit habe ich eine volle Hand. Oh mein. Das ist tatsächlich ziemlich gut gelaufen. Einfach einen Blizzard. Okay, ich shadowsteppe ihn mir erstmal zurück auf die Hand. Das ist mit der wichtigste Play, den ich hier machen muss. Dann gehe ich für Shovel. Hit. Er kriegt 2-2-2, das ist okay. Deal 2 Damage. Und dann hole ich mir nochmal 8 Rüstung dazu. Das heißt also, ich habe effektiv eigentlich hier Leben generiert. Der Androide, ey. Ich würde mit Scourge Illusionist nur nochmal einen Scourge Illusionist rausziehen. Und er geht halt für vollen Card-Draw. Die Frage ist halt nur, ihm fehlen jetzt eigentlich Karten, mit denen er das Board voll stacken kann. Er hat Doppel Living Root schon gespielt, er hat ein Plot of Sin schon gespielt, ein Forest Plot. Ah, okay, hier kommt der Aralyzer. Ich meine, die 1-1 muss ich halt jetzt leider immer mit meinem Face ein bisschen abfangen.
Oder. Als ob. Very nice. Er wird gleich so abgefuckt sein. Ich meine, hey Leute, also. Okay, pass auf, wir machen das hier. Wir wollen effektiv so viele Viecher zerstören wie möglich von seinem Spielfeld, ohne dass er Buffs rausspielen kann. Deswegen geben wir für eine Blizzard für 0. Und er wird conceden. Ich denke, er wird hier conceden, Leute. Also ich kann es mir fast nicht anders vorstellen. Ich gehe für... Ach, ich habe halt leider keine Bounces mehr. Das ist ein bisschen uncool. Sollen wir ihn selber mit jetzt überrennen? Wisst ihr was? Wir probieren es einfach aus. Weil ich gehe jetzt auch mal nochmal für ihn hier. Auch wenn ich keinen Bounce habe, was ein bisschen schade ist. Wir kriegen nochmal 4 Zaubersprüche. Choose a Minion, it gets dormant. Ich kriege einen Lynx. Weißt du was? Ich möchte mal Treant haben. Wir sind jetzt der Treant Druid. Ich bin der Treant Druid. Okay, er beschwört nochmal 2-2-2er. Wie geht's weiter, mein Freund? Ich habe 18 Schaden auf dem Spielfeld. 18 Schaden und mit dem hier habe ich sogar noch mehr. Ich denke mal, es wird jetzt darauf rauslaufen, dass er einen Treant versucht zu töten. Er geht halt weiter face. Also, man muss halt auch ganz klar sagen, dass er das Ganze jetzt hier nicht optimal spielt. Weil, klar, Treant Druid ist ein Agro-Deck, aber man muss halt auch versuchen, den Gegner ein wenig zumindest in Kontrolle zu halten. Also du kannst nicht einfach nur face rennen und hoffen, dass das Beste daraus wird, sondern du musst das ein bisschen ausgleichen. Wenn du merkst, dass dein Gegner dich ein bisschen überskaliert, dann muss man da was dagegen tun und nicht einfach nur weiter face gehen. Valera versus Lunara. My heart is one with the eternal forest. Shall we dance? Sollen wir tanzen? Das ist eine gute Frage, ob ich das möchte gegen den Druiden. Okay, Krobatoa ist tatsächlich ganz nett. Scourge Illusionist ist auch sehr cool. Was ist denn das für ein ekliger Kartenrücken, ey? Komm schon, ein bisschen Early Game. Oh, Prep. Prep? Definitiv eine gute Karte. Könnte auch Dragon sein, oder er hat halt richtig schlecht gezogen in einem Agro-Deck, was eigentlich größtenteils nur aus 2-Drops besteht. Also, ich glaube eher, dass er hier, sagen wir mal, nicht optimal gezogen hat. Also, dass Katschas ein Dragon Deck ist. So oder so hat er nicht optimal gezogen. Aber ja, jetzt sehen wir definitiv, dass es ein Drachendeck ist. Timelost Protodrake ist so eine starke... Oh no, so eine starke Karte. Okay, Leute, passt auf. Wir gehen für... Nee, dann ziehe ich Drilly the Kid nicht in meinem Zug, gell? Ich habe mir gerade ernsthaft... Ist es aber schlimm? Ich glaube tatsächlich, ich fände es nicht mal schlimm, wenn das der Fall sein würde. Also ich gehe mal für Coin. Genau, 4. Wir hätten den Kollegen hier mal kurz weg. Meine Sachen werden um 2 reduziert. Ich spiele also einen Scourge Illusionist für 2. Hitte ihn hier ins Gesicht und mache einen Turn. Er kann jetzt die Matron spielen, er kann jetzt diesen Spiked Tail Drake spielen, der 4 Damage schießt. Dafür haben wir aber Drilly dann am Start. Und können damit erstmal 2-mal excavaten, weil wenn er stirbt, excavaten wir ja auch nochmal. Und das ist eine sehr gute Sache, weil wir mögen Excavations. Hat er den Combo?
Es ist halt, man muss halt sagen, es ist so strong, diesen 3-4er rauszuspielen. Der ja vorher noch ein 3-5er war, für nichts effektiv. Und dann kommt einfach hinterher ein 5-4er, der nochmal 4 Schaden schießt. Absolute Insanity. Dieses Deck ist, ich finde, Druide hat ein super geiles Dragon Kit bekommen. Weil es fühlt sich halt nicht nur, wir hatten, also man muss es ja ganz klar sagen, wir hatten Dragon, oh mein Gott, diese Karte. Wir hatten Dragon Decks, die waren auf ein super krasses Late Game gebaut gewesen. Wir hatten Dragon Decks, die, kann ich ihn irgendwie töten? Drilly kostet dadurch 2-4 weniger. Das heißt also, ich gehe hierfür. Ich gehe hierfür. Und er sagt einfach, at the level, if it's it costs 4 less, du kostest 4. Also ist das safe. Das heißt, ich kann jetzt ihn hier rausspielen, den Kobold Miner, um erstmal das Ganze zu machen. Zack. Und dann spiele ich noch Drilly, the freaking kid. Wir kommen einen 2-Drop. Wir kommen nochmal einen 3-Drop raus. Und wir gehen natürlich für den Torn noch dazu. Das ist ziemlich nice. Und er hat wohl Drilly the Kid noch nie gesehen. Das sind die Combo-Plays, die ihr mit diesem Deck ziehen könnt. Es fühlt sich echt gut an. Einfach so ein bisschen ein Board aufbauen. Und das ist ja noch nicht, es ist ja noch nicht mal die eigentliche Combo, die man spielen möchte, sondern man versucht ja eigentlich. Ah, er hat ihn gefunden. Okay, damit haben wir unser Legendary auf der Hand. Wir versuchen ja eigentlich, den Dude hier immer wieder zu bouncen. Okay, wartet mal ab. Wir spielen hier mal einen Potion Bell draus. Nehmen Destruction, nehmen Draw two cards. Wir bekommen jetzt halt super viel. Nehmen wir gehen mal auf den 3-Drop. Ich denke mal, wir gehen für einen Putrescide. Dann haben wir ein Prep. Ich gehe hierfür, hoffe, dass ich ihn zerstöre, weil sonst habe ich ein Problem. Leider nein. Okay, wir hitten hier rein, einfach um direkt einen Ding zu kriegen. Und dann machen wir mal einen Turn. Es kann natürlich gut sein, dass er jetzt nochmal einen Spinetail, nicht Spiketail hat. Wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben unseren zweiten Trank schon mal gezogen. 3-3 mit dem Death Rattle. Get a copy of the last card your opponent plays. Played. Oh, okay, er gibt die Buffs. Geschaffelt. Er hat einen Spinetail. Okay. Schade, bye bye. Edit hier rein. Das heißt also, ich kann hier 3 Damage austeilen und das ist gut. Und wir hauen also hier mal 3 Schaden drauf. Zack. Burn. Was machst du denn? After any minion takes exactly 1 damage destroyed. Ah. You know what? Das zählt nur für Death Rattle Minions. Sie haben alle keine Death Rattles, von dem her ist das fine. Wir wollen uns einfach hier ein bisschen ein Board aufbauen. Oh, die eine Matron hat er hier raus. Nee, wait, woher hat er die Karte gekriegt? Habe ich die noch drin? Okay, steht leider nicht dran, woher die ist. Ich dachte, die ist aus Take to the Skies, wenn ich ehrlich bin, aber scheint leider nicht der Fall zu sein. Wir werden hier auch nochmal mit unserem Gesicht rein traden. Solange er hier da ist, ist das halt einfach super strong. Und ich kann mir sogar noch ein bisschen Leben holen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich denke mal, wir machen so. Ich hätte hier jetzt auch nochmal rein, um mein Board hier ein bisschen zu beizubehalten. Wir nutzen unseren Divine Shield hier und dann gehen wir mal Full Face. Ich hole mir eine Quick-Draw-Karte, die hoffentlich 2 oder weniger kostet. Also, sie kostet natürlich 3. Uff.
Und jetzt nochmal unsere Hero Ability. Das ist halt wirklich eine Sache. Man hat den komischen Dude hier mit Holotechnischen eigentlich nicht auf dem Schirm. Aber ich denke mal, er hat wirklich Potenzial. Das Schöne ist, dieses Deck, dieser Dragon Druid spielt auch meistens kein großes AOE Removal. Ich glaube, es gibt diesen. Wie heißt der nochmal? Dieser Mac, den Leute immer ganz gerne spielen? Oder ist das eine Magier-Karte? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich weiß, dass Magier das eigentlich gefühlt jedem Deck inzwischen diesen Mac mit drin hat. Lass mich mal schnell schauen, ob der neutral ist. Nee, es ist tatsächlich eine Magier-Karte. Die Inquisitive Creation. Ich dachte tatsächlich, es gibt auch sowas für Druiden, also in einem neutral Slot. Aber er scheint halt ein ganz klassischer Dragon Druid zu sein, der gerade ein wenig am Struggeln ist, muss man ja sagen. Was versuchst du denn hier rauszuziehen? Was ist deine Win-Condition, Kollege? 60%ige Winrate ist halt definitiv nichts, was man unterschätzen sollte, Leute. Er hat halt noch eine Fae, er hat einen Alex-Spiel, er hat die Dragon Golems. Oh no, aber er hat halt nur 5 Karten. Und Maligos nochmal im Endslot. Bin mal gespannt. Dragon Golems würden mir hier tatsächlich sehr viel Angst machen. Ja, das macht mir jetzt sehr, sehr viel Angst, weil die werden nämlich richtig fett werden. 4 Stück? Ja, er hat nur Drachen auf seiner Hand. Nochmal ein Drilly the Kid. Not bad. Ich denke mal, das ist mein Powerplay. Kann davon keinen zurück auf die Hand schicken. Das würde mir das Genick brechen. Das würde mir absolut das Genick brechen. Was ich aber machen kann, ist, ich gehe hierfür. Oh, ich habe ja hier nochmal einen One-Drop. Das heißt also, ich kill effektiv nochmal einen Minion. Das ist halt so stark. Okay, pass auf, wir machen das so. Tötet den hier noch. Und dann mache ich mal noch den Heal und draw a card. Enter. Okay, das war ein ziemlich guter Zug, hätte ich mal gesagt. Ich habe ihm so viel genommen einfach. Der Kollege muss so unzufrieden sein. Oh no, er hat noch mehr Buffs zu seinem Deck. Das ist einfach ein 7-7er Whelp. Ouch. Das ist ein richtig fettes Ouch. Wie viele Zaubersprüche kriege ich? 4. Aber ich habe halt immer noch keine Bounce Spells bekommen, Mann. Ich gehe mal für Crabber Tower. Hit. Ich nutze mein Gesicht. Ich gehe für den Bounce. Und dann mache ich mal End Turn. Ich denke, wir sind hier ganz okay unterwegs. 17 Leben zwar nur noch, aber mit meinem Azerite Scorpion kann ich da schon einiges rausholen. Bitte gib mir irgendwann mal einen Shadow Step, please. Obwohl, ich ziehe im nächsten Ding eigentlich nochmal einen. Hab ich einen? Kobold Miner habe ich noch. Und ich habe noch Doppelschaffel. Ich habe halt nichts von meinem Early Game gezogen. Ich habe kein Prep, oder doch, Prep hatte ich eins, aber ich hatte keinen Shadow Step, keinen Blood Rock, also keine Shovel. Oh. Trotzdem läuft es einfach so gut, dieses Deck. Oh, ich finde es so schön. Es macht so viel Spaß zu spielen. Vor allen Dingen, wenn man halt wirklich gegen den. Ein guter legendärer Stranglethorn Tiger. Er nimmt 4 Damage. Ich meine, okay. I take it. Und ich habe halt einfach, für den Notfall habe ich hier halt noch den Fey. Passt auf. Wie viele Handkarten habe ich? 7. Das heißt, ich habe hier mit 6. Die werden jetzt super billig einfach, die Karten. 4. Ja.
If a minion plus 2 attack and excess damage dealt by attacks at enemy hero. Ja, okay. If you're a plus 3 attack, summon a 3-3 with rush. Ich meine, hey, okay. Boom. Rest ins Gesicht, Kollege. Kriegst nochmal 4 ins Gesicht. Und dann schauen wir noch mal ganz kurz, was wir noch hier rausziehen können. Das wäre ein Zug vorher ganz cool gewesen. Und wir hauen ihn nochmal 3 Damage ins Gesicht. Hey, ich hätte ihn töten können, oder? Nee, hätte ich nicht. Hätte ich? Nee, hätte ich nicht. Hätte ich? Nee, ich habe 5 Damage. Nee, ich habe 4 Damage. 6 Damage Access gemacht. Ich habe 6 Damage Access gemacht, okay. Ich hätte ihn leider nicht töten können. Aber die 256er hier. Die tun schon ganz schön gut, muss ich sagen. Die tun wirklich ziemlich gut. Es ist Druidentag. Jedes Match ist ein Druide. Okay, Kravator möchte ich nicht haben. Möchte ich Putrescite haben? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Putrescite gut ist. Zumindest nicht auf der Start. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass er ganz cool sein könnte, weil wir bekommen daraus die Concussions raus. Aber wir brauchen doch erstmal was, um Concussions zu generieren. Ich glaube tatsächlich, ich werde ihn auch wegpacken. Also HS Replay schlägt das tatsächlich nicht vor, dass man ihn keepen sollte. Von dem her denke ich auch mal, dass das ein sinnvoller Play ist, den guten Dude wegzunehmen. Und wir haben schon direkt unseren Scourge Illusionist wieder am Start. Du bist aber aggro, gell? Ja. Obwohl, heißt noch nichts. Tatsächlich spielen Cactus Construct auch sehr viele Dragon Decks. Spell Damage. Nochmal Spell Damage. Creation. Ich gehe für die Creation, glaube ich. Oder wir könnten schneller an unseren Legendary kommen. Gib mir mal irgendwas Cooles hier. Rock. Rock. Paper Scissor. Er kann hier gut traden. Ich kann halt nichts machen. Er wird sein Board aufbauen. Ich muss hoffen, dass ich mit... Ja, er baut sein Board auf. Okay, jetzt habe ich Angst. Ich muss hier an der Stelle doch für die Creation gehen. Ha. Wir töten hier die Treants. Es wäre schön, wenn ich jetzt einen Shatter Shambler bekommen würde. Obwohl, ich kann die Kombo noch nicht rausspielen, ja. Also trotzdem schön, wenn ich einen Shatter Shambler kriegen würde auf Turn 5. Ich muss jetzt schauen, dass ich hier genug remove. Auch 4 Damage. Eine Frechheit, Leute. Eine absolute Frechheit. Er tötet mir halt alles mit seinen Spells momentan. Aber ich kann jetzt, das ist halt ganz cool, ich kann jetzt wirklich sein Board ziemlich gut clearen. Ich kann sein Board richtig gut clearen. Holy. Yes, yes. Und hier müssen wir nicht mal Face Damage machen. Zack. Nächstes Spell kostet 0. Zack. Ich gehe für meinen tollen Scourge Illusionist. Ich bin mal gespannt. Jetzt kann er keine 4 Damage mehr schießen. Normalerweise. Oh no. Okay, aber das ist perfekt. Damit habe ich Drilly am Start. Das ist wirklich perfekt. Passt auf. Gehen also hier für den Hit. Boo. Ich ziehe Drilly. Ich spiele Drilly. Okay, 2-Drop.
3-Drop. Und das ist tatsächlich den, den ich jetzt sehr gerne sehe. Möchte ich ihn direkt töten, um meine Legendary zu haben und einen Legendary Place zu machen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es reicht aus, wenn ich jetzt erstmal noch in den normalen Modus gehe. Das ist ganz gut. Wir holen uns mal kurz einen 3-Drop. Spider. Bist du doch ein Mac. Bist du einfach ein Mac. I take it. Dann gehe ich nämlich hier. Dann spiele ich Spider auf meinen Drilly the Kid. Und Drilly drückt ihm jetzt gleich erstmal die Savage in sein Gesicht. Oh, ist das schön. Wo ist dein Board, Agro-Deck? Wo ist dein Board? Ich sollte meine Schnauze nicht so weit aufreißen. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt gleich richtig überrannt werden mit seinen 5-5er, die er ausspielt. Okay. Ja. Heilung. In Ordnung. Nehme ich gerne. Dankeschön. Zieh 3 Karten nach. Der Kollege ist mir halt vollkommen egal, wenn ich ehrlich bin. Den werde ich einfach rocken. Also habe ich mir schon gedacht, dass er jetzt hier auf 4 geht. Ist das von einer anderen Klasse? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Was ich machen werde, ist auf jeden Fall hier den Hit. Damit kriege ich Leben, dann kann ich den Rogue einsetzen. Zählt das als ein Zauber von einer anderen Klasse? Nee, zählt es nicht. Mein. Gehen für Concussions. Nutze die Hero Ability. Und hau ihm nochmal ins Gesicht. End Turn. Okay, jetzt ist es halt einfach so, dass ich nur noch drauf warten muss, bis ich die Mining-Sachen bekomme. Er könnte mir meinen. Könnte mir meinen Dready verändern? Nee, er kann keinen Dready verändern. Wäre ziemlich lustig, wenn das könnte, aber. Naja. Vielen Dank. Damit ist es ein GG, würde ich mal behaupten. Wenn ich jetzt ein paar gute Zaubersprüche rausziehe, die sein Board unter Kontrolle halten können, sollte ich das Spiel gewinnen können. Ja, Living Roots für 2-1-1er. 2-1-1er. Harold. Not too bad. Wie viele Karten habe ich? 6 habe ich auf der Hand. So. Let's go. Okay, was haben wir hier? 1. Summon a 6, 5, 4 and 3 Minion. Und das hier nach. Passt auf, wir gehen erstmal für den. Wie viele Handkarten habe ich? 9. Okay, perfekt. Shadow Step. Man, das ist prinzipiell ziemlich gut. Moment, ich muss jetzt mal schauen, wie ich das jetzt am dümmsten mache. Also du tradest auf jeden Fall mal einen ab. Was anderes? Ich gehe mal für Preparation Summon. Oh, I love it. Ja, wir blitzdingsen ihn hier jetzt mal noch und dann. Oh, okay, stimmt. Machen wir mal einen Turn. Mal schauen, was passiert. Ich habe jetzt halt Overload 3, aber es macht mir prinzipiell eigentlich nichts. Okay, er hat die doppelten Infuses und hat nochmal den Buff. Ist das richtig? Okay, noch nicht. Spielt die 2 aus. Und jetzt hat er den Buff. Oh, okay. Das ist auch in Ordnung. Ich meine, er muss jetzt. Ein wenig uncool, muss ich gestehen. Pass auf, wir schmieden das hier mal. Zack. To all minions ist es. Es sind halt nur 3 leider. Also ich kann das hier machen. Ich kann das hier machen. Dann sind die 2 schon mal weg.
Dann mache ich den Hit hier und gehe erstmal hierfür. Zack, boom. Er kriegt ein paar Zweier. Preparation. Wir gehen für die Vortexes in der Hoffnung, dass ich einen Taunter kriege oder sowas. Oh, wir kriegen einen Lifesteal. Okay, das ist auch in Ordnung. Mit Lifesteal kann ich arbeiten. Den wird er auf jeden Fall traden wollen. Und für den nächsten Zug habe ich dann noch Azerite Scorpion. Und ich glaube nicht, dass er mich hier jetzt töten kann mit den Karten, die er hat. Also er wird wahrscheinlich sein Board nochmal buffen können. Okay, oder er hat halt auch keinen Buff. Das ist ziemlich gut. Nice, das ist der hier. Töte den mit den 4-1er, ist okay, beschwör daher nochmal ein. Aber ich muss jetzt halt schauen, dass ich wirklich Removal nochmal rausziehe. Crabber Tower ist tatsächlich Removal. Wir gehen aber erstmal für unseren Azerite Scorpion nochmal. Was kriegen wir Schönes raus? Mit Dredge mal. Drilly ist noch in meinem Deck, ja? Dann schieße ich mal hier so einen Kollegen kaputt. Heile mich nochmal. Plus 3. Just charge. Das heißt also, ich habe hier 4 und 4 sind 8. Sind insgesamt also 7 und 7 sind... Wait, habe ich Lethe? Ich habe hier 7 und 7 sind 14. 14 und 6 sind leider nicht Lethe. Sehr schade. Das heißt also, ich... Ich werde jetzt hier mal ein bisschen effektiv Tradings betreiben. Was habe ich hier? Ich nehme den hier raus, mache das hier, töte noch ihn hier. Oh, das war ein guter Zug. Da muss er erstmal was dagegen machen. Er ist so eine geile Karte, jetzt nach den Buffs, die er erhalten hat. Das scheint einfach richtig zu sein. Oh nice, er hat nichts gezogen und damit ist es GG. Er will einfach unbedingt den Dude töten. Kann ich nachvollziehen. Aber es ist trotzdem Lethe für mich. Er kann nicht mal mehr für mein Ding gehen hier. Okay. Boom, boom, boom. Die Druiden-Leute, die wollen heute einfach nicht richtig spielen. Das ist eine absolute Frechheit, würde ich mal sagen.